Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit der ersten Stimme für die Titelmelodie Die Dornenvögel. Wir hatten zuletzt bis zum Buchstaben D gearbeitet. Ich möchte noch einmal die Passage C bis D mit euch wiederholen. Ich hatte euch erklärt, dass die rechte und die linke Hand die Stimme gemeinsam spielen können und zwar beide Hände die gleichen Bewegungen machen. Der Abstand zwischen den Noten, zwischen den oberen und den unteren Noten ist immer eine Sechste. Das heißt, ihr braucht nicht beide Stimmen zu lesen. Es reicht, wenn ihr eine Stimme kennt und einfach den Abstand gut haltet. Wenn euch der Sechstabstand am Anfang noch Schwierigkeiten bereitet, dann könnt ihr es wahlweise auch zuerst als Oktaven üben. Wir sind jetzt beim Buchstaben C. Die Pedalharfen müssen an dieser Stelle das H-Pedal nach oben treten zum B. Die Klappenharfen haben bereits dieses B hier nach unten gestellt. Sie brauchen also gar nichts verstellen. Wir machen nochmal Buchstabe C. Das hört sich so an. Schwierig findet, kann das gerne erstmal in Oktaven üben mit beiden Händen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1. Wenn er das eine Weile geübt hat, dann wird ihm dieses parallele Spielen der beiden Hände ganz vertraut. Und jetzt muss man einfach nur noch statt der Oktave eine Sechste greifen. Also die linke Hand geht einfach eine Terz nach oben und wir versuchen es wieder in diesem Abstand einfach zu bleiben, mit beiden Händen die gleichen Bewegungen machen. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es geht weiter mit Buchstabe D. An dieser Stelle müssen die Pedalharfen ihr H-Pedal wieder in die Mitte bzw. nach unten treten, damit aus dem B wieder ein H wird. Wir haben jetzt die Strecke D bis E und die Strecke D bis E ist identisch mit dem Anfang. Das heißt, wir nehmen auch wieder unseren alten Fingersatz. Die Klappenharfen etwas machen. Die Klappenharfen müssen nun, weil wir jetzt als nächstes beim Buchstaben E, wir spielen nochmal dasselbe wie von C bis D, aber eine Oktave höher. Und aus dem Grunde muss jetzt diese Klappe H auch nach unten. Dafür haben wir aber genügend Zeit. Die Pedalharfen machen das wieder mit dem Pedal, die machen wieder das H-Pedal nach oben zum B. Und die Klappenharfen, wenn sie von am Ende der Stelle sind, an dieser Stelle hat die linke Hand nichts zu tun, die ganze Zeit. Das heißt, man kann ganz in Ruhe hier nach oben gehen mit der Hand und die Klappe nach unten nehmen.
Und jetzt können wir wieder vier Finger einsetzen, C, E, G und A. Und dann geht die ganze Stelle von E, ist dasselbe wie die Stelle von C, nur eine Oktave höher. Also noch einmal kurz als Wiederholung. Ich spiele noch einmal Buchstabe D. Jetzt schon mal die Hand hier hin. Und jetzt geht es weiter. Wir bleiben einfach, das B bleibt hier, wir bleiben in F-Dur. Wir setzen wieder vier Finger ein. Also, wir sind hier angekommen in Takt 44. Wir sind in Takt 43, kommen wir hier an. Wer möchte, kann jetzt natürlich, wer den vierten Finger vermeiden möchte, kann jetzt das F mit dem zweiten Finger spielen und dann einfach A, C und D mit der rechten Hand einsetzen. Wer es noch einfacher haben will, kann zwei Finger links nehmen und zwei Finger rechts. Geht alles. Also sucht euch da den Fingersatz, der für euch am bequemsten ist. Wer alles mit der rechten Hand spielen möchte, nimmt vier Finger. Und dann geht es weiter. Wir sind also hier oben angekommen. Jetzt können wir den zweiten Finger auf B setzen und den dritten Finger auf G. Jetzt geht der Daumen auf C. Jetzt wieder zweiten und dritten Finger einsetzen und dann einfach eine Tonleiter nach oben mit drei Fingern. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Wer es in zwei Hände aufteilen möchte, das geht auch. Der kann hier wechseln und links drei Finger nehmen und rechts drei Finger. Geht auch. Ich mache es nochmal mit einer Hand. 3, 2, 1, 3, 2, 1 und dann vielleicht mit dem zweiten Finger zum D binden und die Hand lösen von den Seiten und dann einfach wieder zwei Finger nehmen. Also B, G, G, A. Jetzt haben wir wieder unseren Aufgang, je nachdem, welchen Fingersatz ihr nehmen wollt. In Takt 48 macht ihr das gleiche wie vorher. Und dann könnt ihr mit dem nach oben krabbeln. Und jetzt könnt ihr auch wieder, wie es euch beliebt, ihr könnt drei Finger rechts nehmen und zum Beispiel drei Finger links. G, F, C, A, G, F. Und dann könnte man wechseln wieder auf die rechte Hand. Man kann es auch in einer Hand spielen, natürlich. Und dann übersetzen.
mit der rechten Hand. An dieser Stelle würde ich lösen und die letzten zwei Noten mit dem zweiten Finger spielen. Man muss aber auch nicht übersetzen. Man kann auch natürlich hier drei Finger nehmen und dann springen. Geht auch. Wie gesagt, andere Variante mit der linken Hand. Und dann rechts und links und dann wechseln. Jetzt sind wir bei Takt 53. 53 ist ganz einfach. Hier haben wir wieder dieselbe Passage wie von C bis D, von Takt 21. So, an dieser Stelle gibt es ein Wiederholungszeichen. Wiederholt wird von Buchstabe D. Wer also jetzt in die Wiederholung geht, das bedeutet für die Pedalharfen wieder das H-Pedal nach unten treten und für die Klappenharfen bedeutet es, dass sie diese Klappe hier, diese H-Klappe, die obere, müssen sie wieder nach oben machen. Wann machen wir das am besten? Das machen wir am besten in dem langen letzten Takt, in Takt 56, da haben wir 6 Achtelschläge Zeit, um das zu tun. Wir spielen nochmal Takt 55. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder geht's weiter bei D. Also in diesem langen Abschlusstakt haben wir ganz viel Zeit, um diese Klappe wieder nach oben zu stellen. Nun spielen wir den ganzen Teil ab Takt D wieder und kommen wieder an in der vorletzten Zeile. Da ist jetzt unsere Klappe wieder unten. Und wenn wir jetzt in der vorletzten Zeile sind, Takt 57, die Coda. Und da kommt noch mal was Schönes, eine kleine melodiöse Wendung, auf die wir schon lange gewartet haben. Wie spielen wir die? Jetzt müssen wir ein Quart nach oben greifen mit beiden Händen zu B und D. Dann haben wir den Fingersatz 1, 2, 3 abwärts. Dann geht es wieder einfach wieder aufwärts. Wir setzen wieder ein, setzen einmal den zweiten Finger unter. Und jetzt können wir zum Beispiel vier Finger abwärts setzen. Dann wechseln wir auf den Daumen. Wer nicht so gern mit dem vierten Finger arbeitet, da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit. Also wir fangen nochmal an bei 57. Quarte nach oben mit beiden Fingern. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 1. Und jetzt gleich wieder den Daumen zurück. Also keinen vierten Finger. Nochmal. Quartgriff nach oben mit beiden Fingern. Jetzt den zweiten Finger untersetzen und den Daumen gleich wieder zurück. Das war's.
Wir sind am Ende des Stückes angekommen und ich freue mich darauf, es mit euch gemeinsam zu spielen.